Dann herzlich willkommen zur dritten Talkrunde auf der Gulasch-Programmiernacht. Der wunderbare Starbuck hat ja schon des Öfteren über biometrische Verfahren und wie sie nicht funktionieren gesprochen. Und in den letzten Vorträgen war immer so, ja, aber die Venenerkennung, also das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und ich freue mich sehr, jetzt ankündigen zu dürfen, Starbuck mit Venenerkennung hacken. Viel Spaß. Vielen Dank. Der Vortrag ist so ein bisschen nicht öffentlich zu betrachten, weil halt irgendwie viele Sachen von denen, die da drin erzählt werden, gleich, weil wir noch veröffentlichen. Von daher gibt es auch keine Aufzeichnung und ich würde euch bitten, das für euch zu behalten. Vorerst. Wie gerade schon angekündigt, vielen Dank, gibt es heute also das letzte große biometrische Verfahren, was noch nicht kaputt gegangen ist bisher. Also außer vielleicht Retina-Scan, aber es sind auch nur Blutgefäße, von daher gucken wir mal. Die Großteil der Arbeit ist, habe ich diesmal nicht allein gemacht, sondern mit einem Studenten von mir, Julian Albrecht. Und das ist auf jeden Fall sehr praktisch, irgendwie jemanden zu haben, mit dem man zusammenarbeiten kann und die sich gegenseitig irgendwie hochpushen. Von daher vielen Dank an ihn. So, los geht's. Venenerkennung ist ein relativ neues Verfahren. Erst 1991 als Merkmal, was man für biometrische Authentifizierung benutzen kann, irgendwie vorgekommen. 1997 gab es dann das erste kommerziell erhältliche Produkt und eigentlich bis heutzutage, also bis heute gibt es irgendwie nur eine Handvoll von Firmen, also es hat da noch keinen großen Boom getan, irgendwie hauptsächlich Japaner, Hitachi, Fujitsu und wird auch immer noch hauptsächlich in Japan eingesetzt. Was so prinzipiell für Merkmale sind, die benutzt werden, ist halt, also Venen haben wir gerade schon gehört vom Namen, und zwar Venen in der Handfläche, Handrücken und in dem Finger, die drei Sachen. Ja, kurz ein bisschen, woher kommen die Merkmale? Also Blutgefäße, wozu ja Venen gehören, entwickeln sich so ab der sechsten Schwangerschaftswoche. Und das Hauptnetzwerk ist halt genetisch bedingt und für die finale Ausprägung sorgen dann Zufallsprozesse halt, so metabolische Prozesse, die angestoßen werden, wenn neues Gewebe entsteht, um das halt zu versorgen. Prinzipiell gibt es halt im Körper Arterien, Kapillaren und Venen. Für die Authentifizierung kommen halt die ersten beiden nicht so wirklich in Betracht, weil die Arterien meistens sehr tief im Körper liegen, das heißt, kann man schwerlich aufnehmen, die Kapillaren in der Regel zu klein sind und deswegen irgendwie die Venen halt laufen unter der Haut zurück, also nah an der Oberfläche und können auch aufgenommen werden und glücklicherweise hat auch das venöse Blut ein relativ gutes Absorptionsspektrum im Gegensatz zum Gewebe außenrum. Wichtig für später wird noch sein, dass die Venen in der Handfläche unter der Haut also relativ dicht liegen und in den Fingern so ein bisschen vertieft. Auf der anderen Seite glücklicherweise ist der Finger in der Regel dünner und hat irgendwie auch keine Knochenplatten obendrauf. Und wichtig ist das, weil es zwei Verfahren gibt, wie man da halt die Venen aufnimmt und es einmal mit Durchlicht oder einmal mit Gegenlicht. Gerade gesagt, bei Fingern liegen sie tiefer, aber man kann es gut durchstrahlen. Das heißt, irgendwie da benutzt man in der Regel das Durchlichtverfahren, also man leuchtet von oben durch den Finger durch, unten hat man die Kamera und die nimmt dann halt das Venenbild auf. Funktioniert im Infrarotbereich, aber verschiedene Wellenlängen gibt es da, also es gibt auch verschiedene Hersteller, die irgendwie sagen, ja, halt unsere ist die beste, aber in Wirklichkeit gibt es da keinen so großen Unterschied, wenn man das mal irgendwie sich genau anguckt. Irgendwas Infrarotbereich, das heißt so ab 740 Nanometer geht es los und irgendwie 940 ist so langsam das Ende, vor allem weil die Kameras dann irgendwann nicht mehr aufnehmen können. Die Handerkennung, habe ich ja gesagt, die Venen liegen dort ein bisschen tiefer, also ein bisschen näher zur Hautoberfläche. Außerdem hat man halt die Knochenplatte oben drüber, das heißt durchstrahlen ist da eher ungünstig. Von daher benutzt man da in der Regel die reflektive Methode, das heißt man strahlt halt von unten an. Das Infrarotlicht wird halt irgendwie an der Haut gestreut, gebrochen und zurückreflektiert und dabei durchläuft es halt irgendwie auch die Venen und da wird es absorbiert. Das heißt, irgendwie die Venen sind halt in der Regel immer diese schwarzen Striche, die man dann gleich auf den Bildern sieht. Noch kurz zur Kamera selber, ist in der Regel eine ganz normale Silizium-Chip, also eine Empfindlichkeit bis 1100 Nanometer und wird mit einem Infrarotfilter betrieben, also mit einem Infrarot-Durchlassfilter, der halt irgendwie alles sichtbare Licht über, je nachdem, 850 oder 47 oder 49 Nanometer blockt, sodass halt wirklich nur das Infrarotlicht genommen wird, um halt das ganze Umgebungslicht auszublenden. Von daher funktioniert es auch im Dunkeln und halt irgendwie auch bei
viel Sonne, die irgendwie zufälligerweise auf den Sensor strahlen würde, würde es noch relativ gut funktionieren, weil halt ein großer Teil ausgefiltert wird. Zur Funktionsweise ist irgendwie nicht so mein Gebiet mit der ganzen Theorie, von daher hüpfe ich da mal irgendwie ganz kurz durch. Das Preprocessing, also halt irgendwie die Bilder, die aufgenommen werden, müssen ja dann irgendwie die, also halt irgendwie angepasst werden, dass halt irgendwie der Kontrast zum Beispiel hoch ist. Da nutzt man in der Regel, weil es halt sehr unterschiedlich helle und dunkle Bereiche in so einem durchleuchteten Finger gibt. Local Threshold, das hat irgendwie, der teilt die Bildabschnitte in kleinere Bildabschnitte, macht da irgendwie halt dann den Threshold drüber und kann deswegen irgendwie die auch unterschiedlich großen Toleranzen ausgleichen. Die Extraktion ist normalerweise irgendwie so tracking-basiert. Das heißt, man setzt sich einen random Punkt auf dem Bild und läuft in eine Richtung mit einer Linie los und guckt halt irgendwie, ob da so eine gaussförmige Veränderung der Pixeltiefe, also der Farbinformation vorkommen. Und wenn man das gefunden hat, also man sieht halt irgendwie aus wie so eine Vene der Dunkle, dann geht man halt einfach die Vene lang, bis sie sich entweder aufspaltet oder zu Ende ist und in eine Richtung. Das macht man ein paar Mal und wenn man irgendwann nach ein paar Iterationen nichts mehr Neues gefunden hat, sagt man, man hat alles. Und zum Vergleich ist halt so ähnlich wie bei Fingerabdruck inzwischen auch, also hast halt irgendwie die Zahl der Kreuzungen, sicherlich auch die Position und die Länge der Einzelsegmente und halt gibt inzwischen auch Sachen, die das mit Machine Learning versuchen. Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall einer der größten Vorteile ist, dass es berührungslos ist, auch gerade für den Fall, dass es halt in Japan wirklich eigentlich erfunden wurde und dort auch irgendwie sehr weit verbreitet ist, weil die Asiaten halt irgendwie kulturell damit Probleme haben, irgendwie Flächen anzufassen, die halt vorhin schon mal jemand berührt hat. Von daher war es nur naheliegend, dass sie berührungslose Verfahren benutzen. Und der ganz große Vorteil irgendwie auch so aus Angriffsperspektive ist, dass das Merkmal nicht öffentlich ist. Das heißt, irgendwie die Venen sind halt irgendwie unter der Haut und mit normalen menschlichen Sinnesorganen kann man die halt irgendwie nicht wirklich wahrnehmen. Und das ist so, also außer die im Auge, die Blutgefäße eigentlich so das einzige Merkmal, wo das halt so ist. Und normalerweise hast du halt irgendwie Finger, kannst du irgendwie abfotografieren oder halt irgendwie den Sprecher identifizieren, indem man einfach eine Mikrofonaufzeichnung macht. Bei Venen ist das halt schwieriger, aber nicht unmöglich, wie wir irgendwie dann gleich noch sehen werden. Es ist unempfindlich gegen Verunreinigung, also wo halt irgendwie so Fingerabdrücke halt meistens scheitern, wenn du halt irgendwie vorher in Dreck gewühlt hast oder irgendwie klettern warst. Die Venen, wenn das sind davon halt nicht betroffen. Und auch, halt so dieser klassische Fall, wir schlagen jemand den Finger ab und dann irgendwie die Fingervenen zu benutzen, sollte auch relativ schwierig werden, weil die Venenstruktur halt irgendwie nach dem Abtrennen relativ schnell in sich zusammenfällt. Dem stehen ein paar Nachteile gegenüber. Und zwar gibt es doch eine ganze Reihe von Abhängigkeiten. Und zwar so Hautfarbe ist ein Problem, weil halt irgendwie dunkle Hautfarbe auch das Infrarotlicht irgendwie stärker absorbiert. Behaarungsgrad ist anscheinend irgendwie sehr problematisch. Das heißt, wenn man irgendwie sehr viel Haare oben drauf hat, dann kommt es da irgendwie auch nicht besonders gut durch. Und das Fettgewebe um die Venen rum. Also das heißt, wenn jemand halt sehr dicke Finger hat oder dicke Hände, dann liegen die Venen teilweise so weit, so tief im Gewebe drin, dass sie halt nicht mehr ordentlich detektiert werden können. Und auch so Temperatur, also ziehen sich halt zusammen, wenn es kalt ist. Das heißt, irgendwie dann hat man weniger Pixel zum irgendwie auslesen und das könnte auch zum Problem führen. Einsatzorte. Aufgrund der Berührungslosigkeit des Verfahrens, irgendwie natürlich im klinischen Umfeld, also wo man irgendwie auch keine Sachen anfassen darf, tatsächlich relativ weit verbreitet, inzwischen auch schon in Geldautomaten, also angefangen in Japan ist so der große Vorreiter, dann Brasilien, aber Türkei hat es irgendwie auch schon und irgendwie letztens ist es in Polen gelauncht worden, das heißt die Einschläge kommen näher und dann hat man irgendwie auch wirklich mal ein schönes Ziel, um das auch fortzuführen. wird inzwischen auch schon, also wie das untere Bild hier zeigt, in Notebooks verbaut, um halt irgendwie Computer freizuschalten. Oder halt so Zutrittssicherung, Rechenzentrum zum Beispiel. Judy. Genau, eins noch, Zugangssystem. Apple hat 2016 ein Patent für die Apple Watch beantragt, die dann irgendwie angeblich auch Venenerkennung nutzen soll irgendwann.
Hier wollte ich eigentlich ein Video zeigen, wie das irgendwie so prinzipiell funktioniert, aber es ist irgendwie unglaublich schwierig, in diesem YouTube sinnvolle Videos zu zeigen. Das sind irgendwie alles nur Werbevideos von den drei Firmen, die existieren. Von daher müsst ihr euch das vorstellen, beziehungsweise ich zeige später in den eigentlichen Hack-Videos natürlich auch, wie es funktioniert. So Biometrie-Hacken, wie trennt man das auf, beziehungsweise es wird halt irgendwie in der Regel mal in zwei Schritten passiert. Das heißt, irgendwie man muss die Merkmale erstmal besorgen im ersten Schritt und im zweiten Schritt baut man dann die Attrappe. Die Merkmale selber kann man aus unterschiedlichen Quellen gewinnen. Relativ einfach. Normalerweise ist halt die Kommunikation zwischen Sensor und Computer mitlauschen, also ein ganz normaler USB-Sniffer reicht in der Regel. Für die beiden Systeme, die ich mir näher angeguckt habe oder wir uns näher angeguckt haben, ist das tatsächlich etwas schwieriger, weil das waren also auch schon vor 10 Jahren, die sind inzwischen auch schon in die Jahre gekommen, die ersten Firmen, die halt wirklich Krypto irgendwie über die Kommunikation machen. Und also die tun das, dass irgendwie sich keiner wirklich die Daten angucken kann, wie man da, also wie halt die Daten aussehen, die der Sensor bekommt. Aber natürlich ist es irgendwie auch ein Sicherheitsvorteil. Dann kann man noch aus Template-Daten wieder Wen-Muster kreieren. Oder zumindest glaube ich, dass das so möglich ist. Geht irgendwie für Fingerabdrücke genauso. Müsste man sich mal die Template-Daten angucken und da mal schauen, wie das dann geht. Und das dritte, der große Punkt, irgendwie auch von früheren Hacks bekannt, irgendwie das Ausspähen. Also das heißt, in dem Fall halt irgendwie nimmt man eine Kamera oder für Sprechererkennung ein Mikrofon mit Aufnahmegerät. Oder der Spezialfall für Fingerabdrücke, dass es halt auch Latenzabdrücke gibt. Das heißt, es gibt Abdrücke von dem Merkmal, die halt auch später noch gefunden und benutzt werden können. Der zweite Teil, Attrappen bauen dann. Das heißt, man findet in der Regel erstmal ein passendes Material. Ist insofern wichtig, weil es halt dem Merkmal oder den Merkmalsträger halt irgendwie ähnlich sein muss, um halt sowas wie Attrappenerkennung irgendwie zu umgehen. Das heißt, irgendwie für Fingerabdrücke sollte es halt irgendwie möglichst wie ein Finger aussehen, zumindest für den Sensor. Aber tatsächlich gibt es das noch relativ wenig. Also es gibt halt viele Systeme, wo du halt wirklich irgendwie einen Ausdruck auf dem Papier irgendwie reicht, wie bei Gesichtserkennung oder sowas. Und das Zweite ist, wenn man das Material hat, muss man natürlich das Merkmal noch reinkopieren. Für Fingerabdrücke schmiert man halt irgendwie den Holzleim auf die Platine. Oder für Gesichtserkennung, da muss man halt irgendwie einmal ausdrucken. So. Dann kommen wir jetzt zum interessanten Teil. Merkmalsbeschaffung. Ich habe ja gerade schon gesagt, eine Möglichkeit ist, das Merkmal zu sniffen aus der USB-Kommunikation. Er hat aber auch gerade darauf hingewiesen, dass die in dem Fall irgendwie verschlüsselt war, was aber glücklicherweise umgangen werden konnte von einem anderen Studenten beziehungsweise einem Mitarbeiter einer Firma, die das irgendwie für die jeweiligen Systeme gemacht haben. Und zwar halt irgendwie einfach einen Assembler angeschmissen, einen Debugger angeschmissen, irgendwie einen Hook gesetzt, wo die Daten dann irgendwie unverschlüsselt die Bilder vorlagen und die einfach ausgeleitet und auf Platte geschrieben. Das heißt, der große Vorteil, dass man hier schon mal dann wirklich direkt sehen kann, was der Sensor sieht, also das, was die Hersteller halt irgendwie vermeiden wollten. Und das ist halt total praktisch, gerade wenn man halt mit Attrappenmaterial experimentieren muss, sieht man halt genau, oh, das sieht jetzt aber weniger aus wie mein Originalfinger mit der Haut außenrum, dann vielleicht doch mal irgendwie, keine Ahnung, auf ein anderes Papier drucken, einen anderen Drucker nehmen. Und wir haben tatsächlich angefangen und haben erstmal eine ganze Reihe von Druckern ausprobiert, um halt erstmal den Ausdruck als Finger oder Hand erkannt werden zu wissen. Sind da irgendwie auch so offen durch ein paar durchgegangen, aber der eine sehr bekannte steht irgendwie auch im Berliner Club übrigens im Keller, funktioniert da irgendwie wunderbar. Eine andere Möglichkeit, an die Merkmale zu kommen, ist halt irgendwie so Medizingeräte. Also es gibt in Amerika größtenteils, also in Deutschland können die Krankenschwestern anscheinend gut die Venen finden und Blut abnehmen. In Amerika scheint das ein bisschen schwieriger zu sein. Also ich habe tatsächlich versucht, so ein Gerät zu kriegen. In Deutschland total unmöglich. Also ich kenne auch ein paar Ärzte, habe die gefragt, meinen sie alle, haben sie nicht. Und in Amerika kann man die irgendwie für ein paar Euros irgendwie auf eBay kaufen. Auf der anderen Seite ist mal so ein paar Experimente, womit wir angefangen haben, mit so einer ganz normalen Infrarotkamera, komme ich gleich später noch ein bisschen ins Detail dazu. Relativ gute Bilder, aber halt irgendwie nur für den Bereich, der von keinem System benutzt wird, also halt irgendwie so Unterarm. Ähnliches Bild hätten wir auf dem Handrücken.
Aber da haben wir leider nur ein System kaufen können ohne die Backend-Einheit. Von daher konnten wir da leider noch nicht dran experimentieren. Andere Möglichkeit, um sich die Merkmale zu beschaffen, ist halt irgendwie so in Alltagsgegenstände zu verstecken. Ist tatsächlich für Hand und Finger gar nicht so einfach. Also wenn noch jemand gute Ideen hat, immer her damit. Also wir sind drauf gekommen, Nagelstudio-Dingster, wo die Leute halt ihre Finger reinlegen und den Nagellacken wie mit UV austrocknen. Und eine Picam, die hat halt irgendwie einen sehr kurzen Arbeitsabstand. Das heißt, man kriegt das irgendwie theoretisch jedenfalls auch sehr nah an die Hand ran und dann oben halt eine Infrarot-LED reingeschraubt oder reingeklebt, durchgeleuchtet. Das Problem ist so ein bisschen, dass die 3 mm Arbeitsabstand, 3 cm Arbeitsabstand für diesen Pi leider nur, also einen riesengroßen Zoom haben. Das heißt, da müsste man mal eine andere Linse raufschrauben und dann geht das vielleicht auch. Die andere Idee irgendwie ist noch so Telefonhörer von so einem Festnetztelefon, kann man unten die Infrarot-LED machen und in den Hörer praktisch die Kamera einbauen. Ist wie gesagt alles noch ein bisschen Work in Progress auch. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich spannenden Teil, und zwar die Aufnahme mit Kameras, verschiedenen Kameras, mit verschiedenen Filtern, wie auch immer, komme ich gleich auf der nächsten Folge nochmal dazu. Also wir haben insgesamt in den letzten 3-4 Monaten irgendwie über 2000 Bilder aufgenommen und so ein paar, also halt wirklich mit den verschiedensten Beleuchtungsmethoden und so weiter. Aber im Endeffekt kam tatsächlich irgendwie was ganz Brauchbares raus. Auf der linken Seite die Hand mit auch wieder Frontalbelichtung und auf der rechten Seite Durchlicht. Und die Hand war aus 2,5 Meter Entfernung und mit einem 105er Objektiv, das heißt, da kann man mit einem größeren Objektiv auf jeden Fall irgendwie auch noch, ich würde sagen, so 6 Meter wie bei den Fingerabdrücken und bei Iris ist da auf jeden Fall drin. Und der Finger war irgendwie aus 1,5 Metern, aber halt irgendwie auch mit so einem Standardobjektiv, was auf einer Kamera drauf ist, keine Ahnung, 35er oder so. Da ist definitiv auch noch ein bisschen Entfernung drin. Und komme ich erstmal irgendwie hier zu. Also um euch mal klar zu machen, irgendwie was wir alles probiert haben. Das erste ist natürlich der Kameratyp. Wir haben irgendwie angefangen mit so einer Point Grey, das ist so eine Laborkamera. Mit irgendwie einer normalen Auflösung. Die Auflösung ist tatsächlich irgendwie relativ wenig ein Problem. Irgendwie so, keine Ahnung, VGR sollte es schon haben. Der entscheidende Punkt ist tatsächlich, oder ein entscheidender Punkt ist die Farbtiefe, das heißt, irgendwie in wie viel Bit wird die Farbe oder irgendwie das Schwarz-Weiß-Image in dem Fall irgendwie aufgelöst. Und da ist so irgendwie alles unter 12 irgendwie, kann man vergessen, aber irgendwie halt die Kameras haben irgendwie ja heutzutage auch 12 und besser, das ist ganz, ganz praktisch. Für die Bilder, die ihr hier seht, haben wir eine Spiegelreflex, eine Nikon 30D, glaube ich, schießt mich nicht tot, benutzt mit den jeweiligen Objektiven und irgendwie halt, keine Ahnung, diese Bilder sind 1900 mal irgendwas und 14-Bit-Farbtiefe, aber das hat echt gute Ergebnisse. Natürlich hat man dann auch unendlich viele Einstellmöglichkeiten an der Kamera selber, also irgendwie so Blende, Belichtungszeit und es ist auch klar, woher die 2000 Fotos irgendwie herkommen, wenn man halt irgendwie alles mal durchprobieren muss. Zusätzlich noch natürlich mit den unterschiedlichen Objektiven, welchen Zoom kann er, irgendwie hat er ein Coating, was das Infrarotlicht blockt. Und natürlich die Wellenlänge und die Position des Lichts. Also halt, wir haben mit Infrarot-LEDs 850, 49 in aufgelötet auf dem Brettboard mit einer Taschenlampe, die man irgendwie kaufen kann für Jäger und sowas. Gearbeitet irgendwie so IKEA, Stehlampen, Schreibtischlampen, also alles, was man sich so vorstellen kann, was halt in dem Bereich die passt, also halt im Infrarotbereich über was aussendet. Was auf jeden Fall noch ansteht, ist so eine ganz normale Glühbirne, aber wer hat heutzutage schon noch Glühbirnen zu Hause? Und tatsächlich die besten Ergebnisse, wie auch hier zu sehen, sind mit dem Blitz entstanden. Da waren wir auch so ein bisschen überrascht, weil halt, es hat natürlich ein großes Spektrum an Farbe, also weißes Licht, und da dachten wir, naja, ist wahrscheinlich der Infrarotbereich irgendwie relativ klein, aber war nicht so, und vor allem die Energiedichte, also die Energie pro Zeit,
ist natürlich sehr hoch bei so einem irgendwie kurzen, ultrakurzen Blitz. Und da sind tatsächlich sehr gute Ergebnisse gelungen, je nachdem, wie Sie gesagt, entweder bei der Hand vor der, also normal blitzig drauf, bei der durch den Finger durch haben wir so einen externen Blitz benutzt, der halt irgendwie durch das eingebaute Blitzig getriggert wird. Also man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass die Bilder, das sind halt schon so Laborbilder. Also die haben wir halt wirklich mit, mir legt deine Hand irgendwie auf den Tisch und dann machen wir, vergrößern einen Abstand, machen halt irgendwie feststehende Kamera ein Bild. Das heißt, so richtig realitätsnah, also man wird irgendwann das Glück haben, irgendwie einen guten Schuss zu machen. Also je nachdem, wie die Situation ist, so irgendwie Pressefotograf, irgendwie alle rumblitzen und irgendwie gewinkt wird, da sollte auf jeden Fall was dabei sein. Aber wie gesagt, also die Ergebnisse von uns derzeit sind halt irgendwie alle auf so wissenschaftlichen Experimenten entstanden. Und der letzte Punkt natürlich, also die Position, irgendwie, ob man jetzt direkt durchleuchtet oder unter einen Winkel, kann man irgendwie ja auch noch diverse Erinnerungen machen. Und die optischen Filter, also irgendwie, was man für Filter 58, 59 vor die Kamera beziehungsweise vor das Blitzlicht, was auch immer irgendwie halten kann. Dann gibt es so ein bisschen Preprocessing aus den Bildern, die man gemacht hat. Und da benutzen wir in der Regel die gleichen oder ähnliche Verfahren, die halt irgendwie auch in den Systemen selber oder beziehungsweise in den offenen Systemen, die man irgendwie finden kann, verwendet werden, um halt von den Geräten die Merkmale zu extrahieren, um sie dann ganz normal zu benutzen. Das ist ziemlich praktisch. Ja, und dann kommen wir irgendwie auch schon zum interessanten Punkt, und zwar der Überwindung, also des Attrappenbaus. Auch hier wieder sehr traurig, ein Ausdruck mit ein bisschen Fu außenrum reicht. In dem Fall ist das Fu außenrum Wachs. So die ersten Versuche habe ich so Hautcreme auf den Ausdruck geschmiert, was irgendwie auch die als Hand erkannt wurde zumindest. Aber das ist irgendwie auch so jetzt inzwischen relativ gut eingespielt. Das heißt, man nimmt sich halt den Ausdruck, macht dann ein bisschen Fu noch mit und dann klappt man irgendwie ein bisschen Wachs drunter. Und halt Wachs drunter ist halt klar, weil irgendwie du musst halt so ein bisschen hautähnliche Eigenschaften schon machen. Kommt gleich bei dem Fingerabdruck nochmal, bei dem Fingervene nochmal ein bisschen deutlicher raus, weil die noch was anderes machen. Ja, und dann gibt es sozusagen den Beweis. Hier kurz ist ein bisschen wackelig aufgenommen. Was Julian jetzt hier gerade gleich zeigen wird, irgendwie erstmal seine eigene Hand verifizieren. Da seht ihr hier unten dann die ID, also das ist halt die wichtige, ist irgendwie 4 mal die 7. Dann legt er die Attrappe rauf, irgendwie drückt nochmal identifizieren und dann steht da dieselbe Zahl da. Das heißt, irgendwie seine Hand ist irgendwie das gleiche wie die Attrappe. Genau. Also unten jetzt die Access Granted und ID ist 7777. Und jetzt das Gleiche für die Attrappe. Und da steht dann auch wieder Access Granted. Man muss dazu sagen, dass tatsächlich die Hand im Gegensatz zum Finger noch relativ schwierig war. Also das ist halt, also wenn man weiß, wie man sie hinlegen muss und irgendwie auch irgendwie alles erstmal perfektioniert haben, dann geht es halt schnell, aber so der Erfindungsprozess mit irgendwie, wie groß muss ausgedruckt werden, mit welcher Zoomstufe, wie weit weg, irgendwie Entfernung, das ist tatsächlich ein bisschen hakelig, beziehungsweise viel hakeliger als bei den bei der Fingervene. Und Fingervene ist irgendwie hier ähnliches Verfahren mit halt so einem Fake-Finger und irgendwie hier auch mal das schöne Video dazu. Also da oben wird gleich so ein grüner Haken erscheinen. Ich glaube, das ist jetzt genau, erstmal der Enroll-Vorgang, also wo jetzt praktisch die Bilder eingelernt werden. Jetzt einmal die Verifikation, da ist gleich der grüne Haken. Und was ihr da irgendwie immer seht, das sind halt die Sniffs, die praktisch irgendwie dabei rausfallen. Und das ist die Attrappe. Also da muss man es auch tatsächlich ein bisschen vorsichtig positionieren, aber das ist tatsächlich relativ einfach. Also in dem Fall funktioniert es beim ersten Mal, manchmal irgendwie ein paar Mal später. Aber funktioniert. So, und damit bin ich auch schon am Ende
Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn es noch Fragen gibt, dann immer gern her damit. Dankeschön, lieber Stawak. Bitte, bitte. Wir haben einen Mikrofontroll mit, der kommt auch schon. Sekunde. Hi, keine Frage, aber ich habe einen Vorschlag zum Abgreifen der Merkmale, und zwar diese Dyson-Handtrockner, in die man seine komplette Hand reintrennen kann. Guter Punkt. Wie schreibt man die? Ja, vielen Dank. Ja, also ich hatte mich vorher noch nie mit so einem Gerät befasst, aber ich war bisher davon ausgegangen, dass die auch irgendwie eine Prüfung haben, ob da jetzt irgendwie eine, was Warmes oder was Kaltes eingestellt wird. Oder auch zum Beispiel die Leitfähigkeit der Haut oder sowas, dass sowas mitgeprüft wird. Da bin ich jetzt erstaunt, dass das halt mit einem kalten Wachsteil funktioniert. Also warm-kalt auf jeden Fall. Also wir reden hier vom nahen Infrarotbereich, das heißt, es ist keine Wärmestrahlung. Man kann es auch mit Wärmestrahlung aufnehmen. Aber die ist zu, also die funktioniert nicht besonders gut, weil man, da muss man irgendwie seine Haut runterkühlen, um irgendwie gute Kontraste zu haben. Und was war das zweite? Achso, Hautstrom, Leitfähigkeit kann man nicht machen, ist halt ein berührungsloses System, also könnte man schon. Aber was man zum Beispiel relativ einfach machen könnte, ist natürlich den Puls messen. Also wenn man irgendwie einfach jetzt mal eine Sekunde länger irgendwie raufgeguckt hätte und dann irgendwie sieht, wie das irgendwie drin pulsiert, dann wäre zumindest so ein einfacher Ausdruck irgendwie nicht gegangen. Man muss dazu sagen, das sind so die End-User-Systeme, die man irgendwie für halbwegs bezahlbares Geld irgendwie kaufen kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die besten Systeme da Gegenmaßnahmen haben, wird sich vielleicht bald irgendwann rausstellen in der Zukunft. Eine Sache, wo ich gerade meine Note hier noch lese, genauso wie bei der Iris-Erkennung, wo man irgendwie so an der Grenze steht und dann das Papier irgendwie vor der Kamera halten muss, ist natürlich irgendwie auch so ein abgeschnittener Wachsfinger ein bisschen auffällig. Von daher so eine Idee, die wir noch hätten, was man tatsächlich versuchen könnte, ist, sich halt die Venenmuster mit einer IR-absorbierenden Farbe zu tätowieren. Und das ist dann zumindest relativ unauffällig. Nächste Frage, bitte. Weniger eine Frage, eher zu dem Tattoo mit IR-Farbe. Also für Sie getestet, mit UV-Farbe funktioniert das nur sehr mäßig gut. Also UV-Farbe, das ist 2 Tage ganz cool und dann ist es aber auch schon wieder verwachsen und dann leuchtet da gar nichts mehr. Okay, ja, aber das Problem ist, dass UV wird ja halt eh nur an der Oberfläche und wie Infrarot geht ja auf jeden Fall tief an die Haut. Also ich habe da relativ gut, also bin relativ zuversichtlich, dass es mit Infrarotfarbe besser gehen sollte. Sekunde bitte. Zweiter von links. Nein, daneben. Er war zuerst. Hast du schon mal einen Infrarotblitz benutzt? Nee, haben wir nicht. Steht auch noch auf dem Plan. Aber dadurch, dass der Blitz halt selber so hell auch im ganzen Infrarotbereich ist, also wir wollen es auf jeden Fall ausprobieren, aber ich glaube, viel besser wird das irgendwie auch nicht. Man spürt es nicht, dass du blitzt. Ja, aber du kannst ja genauso gut vor einem normalen Blitz irgendwie auch einen Infrarotfilter, also einen Blocker für sichtbares Licht machen, dann siehst du es irgendwie auch nicht. Aber natürlich, irgendwie, wenn du sowas machst, willst du natürlich nach Möglichkeit irgendwie auch nicht sehen, dass der Blitz da irgendwie die ganze Zeit hinter dir oder vor dir irgendwie auftaucht. Von daher ja Infrarotblitz auf jeden Fall nochmal ein Punkt. Erstmal danke für die coole Arbeit. Zum einen, wann veröffentlicht ihr den Spaß? Tatsächlich würde ich das sehr gerne noch ein bisschen ausbauen, halt so gerade die praktische Anwendung. Also ich stelle mir da vor, irgendwie mal nach Polen zu fahren, mal jemanden zu finden, der dann irgendwie einen Account in der Bank hat. Also ich würde halt gerne noch das ein bisschen öffentlichkeitswirksamer dann zur Stau stellen. Also ich würde das gerne zum Kongress machen. Und bis dann, also es gibt halt immer noch so ein paar Sachen, die man irgendwie noch schöner machen kann. Okay, und zur eigentlichen Frage. Jetzt hast du quasi alles kaputt gemacht, was ich so an Biometrie kenne. Was denn jetzt? Also tatsächlich Retina-Erkennung gibt es noch. Das ist halt aber, wie gerade schon, also am Anfang schon gesagt, irgendwie auch nur Blutgefäße, die im Auge sind. Und es gibt natürlich auch schon noch so einige teurere Systeme, die ich entweder nicht angeguckt habe oder wo ich irgendwie auch weiß, dass es auf jeden Fall schwieriger ist. Es gibt einen Fingerabdrucksensor, der tatsächlich irgendwie auch verschlüsselte Kommunikation hatte, irgendwie auch ganz neu gewesen. Und
mit verschiedenen Farben arbeitet. Das heißt, irgendwie, da gibt es irgendwie auch bisher noch keine Attrappenmaterial oder kein Attrappenmaterial, was funktioniert. Aber Ideen gibt es natürlich zuhauf. Und irgendwie, ich glaube, wenn wir jetzt mit dem Wehenzeug durch sind, ist der Nächste. Bitte schon. Ja. Der Fingerwehenscanner, gab es da nur einen XP-Treiber dafür? Oder? Also es ist tatsächlich richtig schlimm gewesen mit dieser ganzen Software. Und das war noch die funktioniert hat. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass irgendwie die Systeme schon ein bisschen älter sind. Und ganz ehrlich, das ist irgendwie so ein Projekt, das irgendwie hatte ich auch noch nie. Das zieht sich bei mir jetzt über 5, 6, 7 Jahre hin. Wie gesagt, deswegen war ich sehr froh, mit meinem Studenten zusammenzuarbeiten, wenn man sich halt so ein bisschen pushen kann, nicht nach einer Stunde Misserfolg sagen kann, ich habe keinen Bock mehr, lass mal in 3 Monaten wieder anfangen. Aber es gibt halt ähnliche Systeme, also vom gleichen Hersteller, mit besserer Software auch, also gerade so die Handflächenwehen, gibt es halt Notebooks, die es eingebaut haben, das heißt, da müsste man sich auch nur mal so ein Notebook besorgen und das mal probieren, und ich bin relativ zuversichtlich, dass das irgendwie auch noch gut funktioniert. Vielleicht noch kurz ein Eindruck aus der Praxis. Ich habe 3 Rechenzentren, wo das eingesetzt wird für den Zugriff. Kannst du kurz aufstehen? Ich sehe dich nicht. Oder ja. Zumindest, alles klar, danke. Was ich sagen kann, ist, der letzte Nachteil mit der Kälte ist gigantisch. Wenn du vom Bahnhof her mit dem Server unterm Arm bis zum Rechenzentrum läufst, dann ist dein Arm so kalt. Das beeindruckt dein Rechenzentrum auch nach 30 Minuten. Auf wohllosen Eintritten nicht, da kommt niemand. Ja. Also ich habe genug Spaß. Trappe bauen. Ja, ich würde es gerne ausprobieren. Ich will auch im Kalten. Und noch ganz kurz wegen den Notebooks. Ich glaube, einer meiner Kunden hat Thin Clients von Fujitsu. Die haben das drin. Da wäre ich sehr an Kontakt interessiert. Ich finde es super, dass die letzten Reihen hier dauernd Fragen stellen. Das ist ganz anders als in der Schule. Ich habe eine Frage zur Eineindeutigkeit. Das heißt, wenn ich meine Hand quasi drauf scanne, wie sicher ist es, dass kein anderer, zweiter Mensch quasi dasselbe Merkmale hat? Tatsächlich gibt es sehr, sehr wenig wissenschaftliche Studien dazu, zu dem ganzen System. Es gibt irgendwie auch eigentlich nur einen wirklichen Open-Source-Scanner, den man benutzen kann. Kann ich dir tatsächlich nicht wirklich sagen. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie mindestens so gut wie Gesichtserkennung sein muss, weil sonst irgendwie würden sie es, glaube ich, nicht so weit vertreiben. Und es ist tatsächlich auch in Bereichen eingesetzt, wo es um ein bisschen Geld geht. Also ich hoffe mal sehr, dass die halt nicht nur auf diese Attrappenerkennung irgendwie Wert gelegt haben, sondern auch wirklich hohe Erkennungsraten haben. Also mir sind keine Zahlen bekannt und ich weiß auch nicht, wie einfach das irgendwie in dem Fall wäre. Aber mal gucken. Hier vorne. Okay, noch eine andere kurze Frage. Das Bild, das jetzt gerade direkt auf der Folie ist, ja. Wie ist das denn entstanden? Das ist tatsächlich mit der Spiegelreflexkamera und einem Blitz von vorne mit relativ hoher Blitzleistung und dann, also die Infrarotkamera habe ich vielleicht irgendwie vorhin vergessen zu erwähnen. Also Infrarotkamera heißt, das ist eine ganz normale Spiegelreflexkamera, wo halt der Infrarotfilter, also der normal ist das hohe, also das Nahinfrarotbereich irgendwie ausfiltern, dann würde der es entfernt worden und ist halt gegen einen Infrarot-Hochpassfilter ersetzt worden, der halt irgendwie alles ab 780 oder 720 irgendwie durchlässt. Das heißt, man sieht halt hauptsächlich die Infrarot-Licht, aber vielen Dank, das war noch eine wichtige Info. Und dann, ich glaube, der ist ohne Filter sogar zusätzlich, also wirklich 720 Nanometer mit Blitz und einfach so ein bisschen mit den Kontrasten gespielt. Also es ist erstaunlich, wie viel man da irgendwie schon mit zusammenkriegt. Wunderbar. Noch Fragen? Da. Irgendwo, ja. Ich sehe die Hand gerade nicht. Da. Achso. Entschuldigung. Da auch noch. Aber wir haben auch noch Zeit. Wäre es vielleicht realistisch, Venenmuster im Fotostudio zu stehlen? Denn die verwendeten Blitzlichter im Fotostudio haben relativ viel Energie. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Wunderbar, wir haben noch eine Frage, eine Sekunde. Können wir vielleicht einen kurzen Zwischendurchapplaus für die Mia haben, die da die ganze Zeit mit dem Mikro herumläuft? Dankeschön.
Du hattest gesagt, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe mit dem System allgemein ein Problem haben. Gibt es irgendwelche gibt es schon Maßnahmen von Herstellern, um da irgendwie die Erkennungsleistung zu erhöhen? Also ich glaube nicht. Also das Einzige, was man halt irgendwie machen könnte, ist dadurch, dass das halt hauptsächlich die niederen Wellenlängen betrifft. Das heißt, man könnte halt irgendwie höhere Wellenlängen benutzen, irgendwie für die LED. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie markant oder wie gravierend irgendwie dieses Problem ist. Aber auf jeden Fall, also mit dunklerer Haut, also mit höherer Wellenlänge kommt man auch besser durch dunklere Haut und auch durch dickere Finger. Also das heißt, ich gehe davon aus, dass halt hohe Wellenlängen relativ gut funktionieren. Das Problem halt, dass die Siliziumchips halt ab 1100 Nanometer dann irgendwie auf jeden Fall zumachen und irgendwie ab 1000 irgendwie schon richtig steil runtergehen. Das heißt, ich glaube, das Erste, was man machen sollte, ist, einen anderen Chip zu nehmen. Da gibt es irgendwie sogar Gallium-Dotierungen, glaube ich, die den Wellenlängenbereich noch mal ein bisschen ausdehnen, und das sollte noch mal relativ viel bringen. Magnetresonanztomographie, MRT? Ja. Ich habe tatsächlich eine Folie vorhin relativ geflissentlich übersprungen mit den ganzen Möglichkeiten. Vielleicht erzähle ich es noch kurz. MRT ist auf jeden Fall, ist natürlich für so ein System relativ relativ groß, aber wenn man irgendwie Ärzte hat, wobei Ärzte ist auch doof, also es ist halt irgendwie dann auch Patientendaten und so, aber geht sicherlich. Ultraschall geht auch, die machen das lustigerweise mit dem Doppler-Effekt, das heißt, der Blutfluss wird dann irgendwie auch gleich analysiert, und Röntgen allerdings mit Kontrastmittel, das ist halt irgendwie schwierig. Genau, also die wirklich sinnvolle Methode, um es irgendwie aufzunehmen, ist halt, also das ist halt wirklich einfach. Also du hast halt eine Kamera, wo du den Filter ausbaust, blitzt dabei. Aber ja, MRT würde natürlich auch gehen. Zu den Hautfarben habe ich nur eine Anmerkung. Wir haben letztes Jahr ein Rechenzentrum gebaut mit eben auch genau den Geräten und da auch relativ lange gesucht, weil wir dieses Problem der Kundschaft hatten, dass die eben dunklere Hautfarben hatten. Das Problem ist nicht gelöst, zumindest in dem, was momentan im Markt findet. Okay. Und ja. Ja, das ist ja schon mal... Kannst du was zu den Erkennungsraten sagen? Also habt ihr irgendwie viel Probleme oder irgendwie auch so, wenn es kalt ist? Oder? Ja, wir haben sehr viele Probleme, wenn es kalt ist, aber auch wenn die Kunden wirklich anstrengende Arbeit gemacht haben, also wirklich schwitzen, dass sich ausdehnt, ja. Wenn sie da irgendwie, keine Ahnung, 2 Tonnen Server eingebaut haben. Also Rauchen ist auf jeden Fall auch ein Problem, haben wir festgestellt. Okay. Aber so Erkennungsraten, also irgendwie habt ihr schon mal jemanden gehabt, der die ganze Zeit nicht erkannt wurde oder jemand, der als jemand anders durchgeht? Negativ, also andersrum. False Positives haben wir nicht, aber wir haben halt Leute eben mit entsprechend dunkler Haut, die einfach nicht erkannt werden. Ja, alles klar. Dankeschön. Da war in der Mitte eine Frage. Wie hoch war denn der Qualitätsunterschied zwischen den Attrappen, die ihr aus dem gesnifften Daten erzeugt habt und den Attrappen, die ihr aus den Fotos erzeugt habt? Tatsächlich, also wir haben mit den Sniffs angefangen, und haben uns dann halt, weil ich meine halt auf die, also für so einen Sniff braucht man halt irgendwie Zugang zu dem System selber, das ist irgendwie halt so ein, als ein Angriffsszenario ein bisschen fragwürdig, das heißt, wir haben damit angefangen, das hat, also halt die Materialsuche hat irgendwie haben wir damit gemacht, und als wir es mal hatten, ist es relativ zuverlässig für die Fotos, ich meine, wir haben 2000 Bilder gemacht, irgendwie, es ist halt wirklich, wir haben viele Sachen ausprobiert und irgendwann haben wir dann halt das richtige Licht und so Setup gefunden, dass es jetzt auch relativ zuverlässig geht, aber natürlich schon noch besser mit den Sniffs, das muss man schon so sagen. Winkst du kurz, dass er dich sieht? Ja. Ist das ein Grund, weshalb man sich in den Nacktscanner da so reinstellen muss, dass man da auch noch gleich einen Innenabdruck kriegt? Nee, Nacktscanner ist ja Millimeterwellen, da bist du relativ safe. Also erst dann, du baust noch irgendwas zusätzlich ein, also die Pose ist natürlich verlockend. Hast du Nacktscanner übrig? Bitteschön. Die Frage geht auch in die Richtung Sniffs. Wie kompliziert war es, die Daten zwischen Chip und Auswerteeinheit abzugreifen? Weil, wenn man jetzt die Kollegen hört von den Rechenzentren, wäre es nicht einfacher, so ein Gerät von der Straubinger Firma zu nehmen und dann innen ein bisschen Zusatzelektronik reinzumachen und einen Meter links daneben hinzuhängen? Kann ich dir tatsächlich leider nicht wirklich einschätzen, weil ich es nicht selber gemacht habe. Wir hatten einen sehr talentierten russischen Studenten, der das irgendwie in einer Woche, 2 Wochen, aber also er meinte auch, das ist irgendwie nicht, kein großer Akt. Ich meine, du musst halt irgendwie einmal durchsteppen, guckst, wo das unentschlüsselte Bild ist. Und ich weiß nicht, wie es irgendwie bei SR Labs irgendwie funktioniert hat, aber ich glaube eh nicht. Halt irgendwie, du musst halt ein bisschen dich auskennen mit irgendwie IDA oder was auch immer und dann geht das wohl relativ einfach.
Für den Attrappenbau, wie sieht es mit bedruckten Latexhandschuhen aus? Anstelle des Tattoos? Schwierig zu bedrucken, aber tatsächlich. Also ich glaube, wir haben mal Latex-Handschuhe probiert, aber ich glaube noch nicht ausreichend, ja. Eigentlich sehr naheliegend, ja. Cool. Wunderbar. Gibt es noch Fragen, Tipps, Hinweise, Anregungen, Denkanstöße hier vorne? Hier vorne. Du könntest im Prinzip auch direkt mit hautfarbenem Latexzeug und Infrarot reflektierenden Eigenschaften direkt auf die Haut drucken. Da gab es ja auch neulich mal irgendwelche Spinner, die da irgendwelche elektronischen Schaltkreise direkt mit 3D-Druckern auf die Hand gedruckt haben. Ja. Ich freue mich schon auf den Talk bei der Winter-GPN. Ja, danke. Weitere Anregungen, Fragen, Tipps? Einer noch? Wir hätten noch Zeit. Also, solange, wenn du noch möchtest. Also. Ja. Also ich meine, auf jeden Fall. Gibt es noch was von euch? Oder ansonsten auch gerne. Also ich bin auf jeden Fall noch bis Montag oder sowas da. Also kommt gerne noch mal quatschen oder einen Schuh trinken. Wirst du auch an der Bar tätig sein? Ja, irgendwann auf jeden Fall. Wir haben noch eine Frage, wunderbar. Gibt es denn bei den biometrischen Erkennungsverfahren auch Scanner, die sich vom anderen Scanner dann unterscheiden? Also nehmen wir mal an, einen Fingerabdruckscanner, der anders als das gleiche Produkt vom gleichen Hersteller genau diesen Finger jetzt anders scannt, damit man eben nicht diese, ich kann jetzt alle Fingerabdruckscanner damit angreifen, Geschichte hat, sondern die machen vielleicht da mal ein bisschen andere Wellenlänge. Oder? Ja, also wie habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt auf jeden Fall diesen einen Scanner, der irgendwie optisch mit verschiedenen Wellenlängen macht. Da funktionieren die Attrappen, die woanders funktionieren nicht. Sind die dann auch in der gleichen Reihe unterschiedlich? Also man könnte sich ja vorstellen, dass man so eine Art Passwort pro Scanner hat und das verändert dann so ein bisschen die Scan-Mechanik. Das ist mir gerade zu hoch. Lass uns mal erst einen Schunk trinken und dann nochmal drüber unterhalten. Gut. Ja, cool. Da drüben wären wir noch. Da. Nützt die Zeit für einen Schluck, genau. Nicht laufen, ganz ruhig. Gäbe es die Möglichkeit, das vielleicht auch mit dem Display zu machen, um irgendwann auch diesen Blutfluss irgendwie zu schummeln? Tatsächlich, was wir leider nicht ausführlich getestet haben. Also ein normales Display geht nicht, weil es halt irgendwie Infrarot im Bereich und irgendwie das Display ist halt dafür optimiert, irgendwie sichtbares Licht zu machen. Aber womit wir relativ gute Erfolge hatten, waren E-Ink Papers. Also wie heißen sie denn? E-Papers. Also irgendwie halt so wie Zeitung halt. Das Problem ist, die haben halt natürlich eine relativ geringe Refresh-Rate. Also sie werden, ich glaube, wir hatten es geschafft, sie irgendwie als Hand erkennen zu lassen, aber haben ja nicht weitergemacht, weil irgendwie Ausdrucken halt irgendwie noch einfacher war. Aber prinzipiell irgendwie so eine Technologie sollte eigentlich auch relativ gut funktionieren. Vielleicht ja mit Latex. Gibt es da welche, also Produkte, die parallel Puls messen oder sowas? Keine, die mir bekannt sind. Also wie gesagt, ich habe irgendwie die zwei, die alten Endconsumer-Geräte. Ich gehe davon aus, dass die richtig, ich meine, so Venenerkennung wird tatsächlich irgendwie auch für High-Security-Bereiche eingesetzt und die müssen einfach noch was besser machen. Also es kann einfach nicht, also. Ja, nochmal als sozusagen Anmerkung oder Idee nochmal vielleicht zu der E-Paper-Variante. Ich meine, es gibt ja auch Displays, die ja nicht keine eigene Hintergrundbeleuchtung haben, sondern wahlweise reflektiv sind oder halt man lässt die Hintergrundbeleuchtung weg und hat dann halt praktisch eine schaltbare Maske, wo man Licht nicht durchschalten könnte. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal unterhalten nachher. Also mit den Displays ist, glaube ich, immer das Problem, dass du Silizium hast und dann Infrarot keinen Spaß macht. Ja, aber nicht für die E-Inks.
Ja, aber okay, müssen wir nochmal gucken. Also wenn man kleiner hat, irgendwie schnell, das könnte schon funktionieren. Also in der Kategorie Biometrie, die noch nicht ganz kaputt ist, ist mir nämlich auch noch RealSense 3D-Kameras eingefallen. Da ist das mit der Attrappe nämlich auch schon so ein bisschen schwierig. Bei welcher? Intel hat RealSense-Dinger, die mit einem Laserprojektor funktionieren, aber Structured Light. Die machen Gesichtserkennung. 3D-Gesichtserkennung, die machen halt ja, ein komplettes 3D-Bild macht mit aber, so... Macht aber Apple mit iPhone X auch. Also die Intel, bei dem Intel fällt halt ein komplettes 3D-Bild raus, so bei, mit Poren tiefer mittlerweile. Nee, Ideen Richtung Attrappe und Lebenderkennung bzw. Blutfluss, 3D-Drucker. Du baust einfach ein Venennetz ja, und pumpst ja, ja, irgendwas durch. Ich hab tatsächlich auch schon getrocknetes Blut zu Hause für den Fall. Ich glaube, es gibt auch andere Flüssigkeiten mit ähnlichen. Ja, also natürlich, also gerade dieses Ausdrucken, also könnte man schon umgehen, indem man zum Beispiel einfach nur der Person vorschlagen oder irgendwie die Person anweisen müsste, ihren Finger zu drehen und damit praktisch eine dritte Dimension reinbringt. Damit sollte irgendwie so ein Ausdruck irgendwie auf jeden Fall deutlich schwieriger werden. 3D-Drucker ist definitiv irgendwie ein Fall, was man mal ausprobieren müsste. Ja. Ganz allgemeine Frage. Hattest du schon mal biometrische Zugangssysteme, für die ihr gar keine Attrappe habt bauen müssen, die quasi davor schon kaputt waren? Davor kaputt. Also keine Attrappe bauen, auf jeden Fall ganz, ganz früher die ersten Fingerabdrucksensoren, die hatten, habe ich ja vorhin schon erzählt, so Latenzbild, also irgendwie halt Fettrückstände, die musste man nur anhauchen und dann sind sie wieder irgendwie aufgegangen. Nee, aber ansonsten haben sie zumindest sich irgendwie noch halbwegs Bagger geschlagen. Okay, also auch keine ganz offenliegenden Debug-Schnittstellen oder sowas? Nee, aber da gucke ich auch ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es irgendwie viel reizvoller, irgendwie den Biometrie-Teil anzugreifen. Gibt es auf jeden Fall. Also ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, auf dem Kongress meinen Iris-Scanner irgendwie an die Wand gehängt und dann waren irgendwie so ein paar jungen Tuck-Kiddies, die das dann irgendwie dann aufgemacht haben, irgendwie mit irgendwelcher Voodoo-Magic und irgendwie dann ihre eigene Iris eingelernt haben. Also irgendwie, es geht auf jeden Fall. Thumbs up. Er darf auch einen Schritt in den Raum machen, damit man ihn besser sieht. Danke. Wäre es für die Lebenderkennung vielleicht sinnvoll, auch ein Sauerstoff-Messgerät einzubauen? Fingerabdrucksensor. Also, dass man nochmal eine Lebenserkennung erschwert. Das geht, glaube ich, auch optisch. Also ich glaube, da musst du wieder irgendwie auflegen. Aber ich vermute mal, dass Apple das irgendwie machen will bei dem diese Uhr da, diese Apple Watch. Ja, also natürlich ist es naheliegend, dass man irgendwie auch den Sauerstoffgehalt bestimmen würde. Aber es ist halt auch alles relativ teuer und aber eine Idee auf jeden Fall, ja. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Anregungen, Tipps, Praxisbeispiele? Sehr gut. Dann trinken wir jetzt Chunk. Ja, würde ich auch sagen. Dann nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an Starbucks.